Nein. 1 Live. Generation Gag. Nee, es ist Urlaubszeit, das finde ich sehr toll. Die Deutschen wollen wohin? Mallorca, die Russen nach Antalya, die Afrikaner nach Lampedusa. Das ist wirklich so, das sind die Fakten. Und die Türken und Araber, wo wollen die hin? Stadtpark. Illegales Grillen im großen Stil. Und wenn Türken und Araber grillen, kommt alles auf den Grill. Wirklich alles, Kamel, Rind, Hähnchen, Zunge, Auge. Wir haben immer die Angst, dass ab morgen Grillen verboten ist. Deswegen wird alles gegrillt, all you can eat, außer Schwein. Schweine essen wir nicht. Schweine sind bei uns in Sicherheit. Ihr müsst mal drauf achten, im Stadtpark ab und zu sogar ein Schwein, was seine Sachen grillt neben uns. Ganz chillig. Das ist wirklich ja, sehr gut. Ne, das ist wirklich toll. Wir essen alles Mögliche. Deutsche sind beim Grillen ganz anders. Die sind sehr zivilisiert. Ich habe noch nie Menschen gesehen, die so zivilisiert grillen wie Deutsche. Die kommen mit einem Salat. Das ist schon sehr peinlich. So ein Grill mit einem Salat. Wir haben einen deutschen Freund, auf den sind wir sehr stolz. Unsere Green Card. Ne, mit dem kommen wir in jede Disco rein. Das ist halt die Green Card. Und der kam mal mit Salat ganz stolz. Wir haben den schon angesehen, willst du uns verarschen? Er wollte das auch lustig rüberbringen. Ja, da haben wir den Salat. Ja, ja, ja. Mit einem Salat zum Grill. Das würde man so, als würde man Fußball spielen und der steht mit dem Tennisschläger. Ja, ich will dann soweit. Ne? Bringt nichts. Ne? Wo Deutsche asozial sind, das muss man ganz klar sagen, ist am Hotelbuffet. Kann das jemand bestätigen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe es ein paar Mal beobachtet. Wir Ausländer müssen wirklich aufpassen, weil wir haben den Ruf, dass wir Geier sind und alles mitnehmen. Deswegen halten wir uns am Buffet zurück. Aber die Deutschen haben diesen Ruf nicht, die können richtig ruhigen Gewissens angreifen. Und wenn Ausländer Deutsche am Hotelbuffet sind, sagen wir, sogar wir Kanaken, boah, das sind Kanaken. Das ist wirklich, wie die da angreifen, die machen das, die denken sich, okay, wir haben 130 Euro bezahlt für Teneriffa All Inclusive und wir holen am Buffet jeden Cent raus. Und die machen das mit Plan, nicht einfach so hingehen und stürmen. Eine Nacht vorher wird eine Skizze angefertigt. Sascha, du machst die Frikadellen. Thomas, du die Garnelen. Tanja, du wickelst die Hotelgäste im Gespräch, bis Stefan hustet. Generation Gag. Nur in 1 Live. Ich lache mich ja immer noch tot. Geiles Ding. Das letzte Video gibt's übrigens hier. Die komplette Playlist von 1 Live Generation Gag könnt ihr hier klicken. Und hier unten könnt ihr den 1 Live YouTube-Channel abonnieren. Ansonsten lasst uns einen Kommentar, vielleicht ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Generation Gag. Peace! Generation Gag. Nur in 1 Live.